Yeah, let's go. Was knapp bewegst du? Leute, kommt zu meinem neunten Vlog hier auf meinem Kanal. Im heutigen Vlog fängt es an mit meinem neuen Auto. Danach gibt es eine Carpool-Session in diesem neuen Kfz. Danach wird entspannt Fußball geschaut mit Paco, Loris und Jonathan. Und als letztes gibt es noch eine kleine Bein-Session mit Nick. Und ich hoffe auf jeden Fall, der Vlog hat euch gefallen. Und let's go! Fängst du jetzt was an? Machst du jetzt so richtig krass um mein Auto? Oder? Du musst erstmal Danksagung machen, dass deine Community so unterstützt hat und dass du jetzt nur durch sie die Möglichkeit hattest, hier das Auto zu finanzieren. Achso, danke an Peter Smith für diesen Sportwagen. Was heißt nochmal Sportswagen auf Deutsch? Sportwagen? Hast du so Videos, wo ich vor der Kamera stehe? Eigentlich mag ich es viel lieber den Leuten, die Kamera in die Fresse zu halten, aber andersrum muss auch manchmal sein. Und zwar habe ich mir endlich mein erstes Auto geholt. Das Ganze ist ein 2014er Baujahr Golf. Eigentlich wollte ich mir ja einen Scirocco holen. Und zwar das Geilste noch, finde ich, an dem Auto, was mir direkt aufgefallen ist. Ja, mir auch, Bro. Das war jetzt schwarz. Und zwar habe ich hier natürlich, alles hatte Schönheitsfehler. Ich war es diesmal nicht. Fragst du mich gerade ernsthaft, ob das verkratzt ist? Wenn ich es nicht vergesse, blende ich es in der Endcard ein, wie ich damals die Felge von meiner Mom zwei Tage, nachdem ich 18 geworden bin, zerfetzt habe. Hier sehen wir den schönen Innenraum. Hat Navigationssystem, Bluetooth, jeden Scheiß. Und wisst ihr, was das Geilste an diesem Auto ist, ja? Wisst ihr, was das Geilste ist? Dieser Knopf. Damit kannst du einfach schön deine Eier massieren lassen. Hat's echt was anderes? Ja. Das habe ich gesagt, Junge. Ja, für dich halt nicht, nur für mich. Du Fahrerseite. Ja. Sonst hier, was halt geil ist, automatische Parkbremse. Hat by the way 80.000 Kilometer. Aber komplette Vollausstattung, Highline. Da ich jetzt schon die ganzen Kommentare von euch Autoexperten sehe, Vollausstattung von der Highline-Version des Golfes von 2014. By the way, für die Leute, die es interessiert, 1,4 Liter TSI 150 PS. Ist halt wirklich das Auto, was jeder Schwanzkopf fährt, wo ich gesagt habe, ich will kein Einzel-BMW und keinen Golf haben, weil es jeder Schwanzkopf fährt. Aber weil ich halt gesagt habe, hey... Auch ein Schwanzkopf. Ja, genau. Weil ich halt gesagt habe, ey, yo, ich mag es voll gerne eigentlich auch auf der Beifahrerseite zu sein und vor allem den Leuten die Kamera in die Fresse zu halten. Lohnt sich einfach nicht, ein Auto zu fahren, was du halt wie ein Scirocco, wo du halt einfach fahrbegeistert sein musst. Deswegen ist das Auto eigentlich für mich perfekt. Gibt sonst noch irgendwas hier Spezielles anzumerken? Teilleder. By the way, ich finde halt die Rücklichten richtig geil. Ist ein bisschen dreckig, weil ich noch nicht in der Waschanlage war, weil ich morgen noch Bremsbeläge und so bestellen muss und das tauschen muss. Auf jeden Fall die Rücklichter finde ich auch geil. Siehst du auch, wenn ich sonst im Golf 7 sehe, sehe ich den nicht so. Ich habe jetzt nur eine Kratzer an der Felge gezeigt. Ich finde die Felgen ultra geil und ich finde es gut, dass sie vor allem in der Farbe... Von so sieht es richtig sexy aus, aus der Perspektive gerade. Da bin ich, so auch da bin ich ehrlich, ich würde den dicken, also nicht in den Arsch, sondern in den linken Arsch schon mal so meinen Penis reinstecken. Was machst du, Junge? Ja, ich will da gucken, ob hier noch irgendwas Krasses drin ist, was man zeigen könnte. Du filmst auf meinen Arsch, wa? Boah, die ist geil, Digga. Kofferraum vielleicht? Kofferraum? Nee, da gibt's eigentlich nichts. Im Kofferraum gibt's eigentlich nichts. Matratze im Kofferraum. 2 Meter bitte Distanz. Minimum 3 Mille Bar und sie tanzt, yeah, yeah. Ein bisschen bitte Distanz. La 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 la. Gib ihm 2 Meter bitte Distanz. Minimum 3 Mille Bar und sie tanzen! Oh! Ein Banger angemacht hier. Ich rede vor den Ops und wollte sterben in der Leine, ja, ich sterbe, ich bin gar jung. Doch mit dem hinter mir schauen, ich muss auf uns zu entscheiden, so das Bild in mich herum. Mario Run auf meinem Handy, ich kann zu glauben, so gespitzt, ich schlafen kann durch meinen Wein. Nimm mein Bobby Golf! Bobby Golf! Bobby Golf! Ich hatte nie die Möglichkeit zu glänzen. Ich bin mächtig, sehr schnell. Hinter das Rüberfest wird meine Silbe doppelte Geschwindigkeit, doppelt am Permis, schneller als Hermes. Hey, also ich sag euch ganz ehrlich, war stabil. Junge, was gibt's? Was geht, was geht? Willst du, dass ich die jetzt küsse oder wie? Oh Gott, Junge! So, Deutschland gegen England hat angefangen. Paco Sportschuhe ist am Start mit 40 Tacken. Ich bin jetzt ein Gold, Junge! Oh, Scheiße! Wie wird's heute ausgehen? 2-1 Deutschland.
was anderes haben wir, sind wir ein bisschen gearscht. Weil, also ich sag mal so, wie es ist. Der hat eine Dreierquote und der da hat eine 2-8er-Quote. Hey Jungs, eine Frage. Seid ihr eigentlich eng? Weil das Spiel ist enger. Wir sind gerade mindestens 1,44% meiner Gehirnzellen gestorben. Kannst du bitte da rausgehen? Ey, komm, ich fand den gut, ihr dummen Wichser! Ich hab immer Vuvuzela damit. Scheiße. Ey, kann... Das ist eine Kotztüte! Das machst du jetzt rein, ne, damit die Leute wissen, wie unlustig du eigentlich bist. Du bist so ein Wichskopf! Nee, wirklich. Du lass immer meine Witze, du Arschloch! Nee. Was soll ich sagen, ist auf eine 3-1er-Quote hoch, das sagt alles. Also, spielen noch nicht gut. Hummels bester Mann. Hat uns den Arsch gerettet und jetzt müssen wir sehen, dass der in der Halbzeit ein bisschen die Leute ein bisschen angast. Dass sie ein bisschen heiß werden und dann machen wir es so. Ganz einfache Sache. Abseits. Naja, ich habe ja noch Italien. So schnell sind 10 Euro weg. Ist okay. Mann, ist das ein Scheißspiel, ich habe keinen Bock mehr. Das ist schlecht. Paco, wie stehst du? Also ich würde bleiben, dass Leroy Sané heute nicht gespielt hat. Pacos Sportstudio, das letzte Mal in dieser EM. Fazit, das Ding ist, wir haben was Positives. Jogi Löw ist nicht mehr unser Trainer. Ganz einfache Sache. Sehr, sehr gut. Ich hab nicht Angst. Ich stehe auf richtig harte, lange Schwänze. Was? Das war eine ganz wegschallende Übung, Junge. Ich mach die nie wieder. Geht's dir noch gut? Top eigentlich. Ja, ja, wahrscheinlich. Wenn ihr auch gerne ein neues Auto haben wollt, liked den Kanal und abonniert das Video. Wenn ihr nicht gerne ein neues Auto haben wollt, liked den Kanal und abonniert das Video. Und nicht mehr zu verpassen, aktiviert die Glocke. Und um gar nichts mehr zu verpassen, folgt mir auf Instagram. Jeden Sonntag um 12 Uhr gibt es einen Vlog. Und haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute.